Frage an Sie. Teilbarkeit überprüft man ja häufig auch mit der Quersumme. Welche Quersummenregel kennen Sie denn? Ja? Alle, ja? Genau. Man will wissen, ob eine Zahl durch 3 teilbar ist. Was macht man? Man nimmt alle Ziffern, addiert sie auf und guckt, ob die Summe durch 3 teilbar ist. Ne? So überprüft man, ob eine Zahl durch 3 teilbar ist. Quersummenregel. Für welche anderen Zahlen geht es noch? Für 3? Wofür noch? Für die 9. Noch für eine? Bei der 11 ist es ja eine alternierende. Bei der 11 ist es eine alternierende, genau. Das gucken wir uns gleich mal an. Ne? So, aber hat sich jemand von Ihnen schon mal darüber Gedanken gemacht, warum das so ist? Ja. Ja? Ja. Und? Ja, das kommt ein anderer Aspekt, warum das so ist. Was haben wir rausgekriegt? Das kriegt man damit raus, oder? Wo haben wir es rausgekriegt? Nein, aber halt zumindest bei der 9 hätte man die Nachrichtung gemacht, weil es immer ja eins von dem nächsten Übergang zum nächsten Zehner wäre. Und dann haben wir praktisch die Übergang zum nächsten Zehner ist dann. Der Rest ist immer n mal 9 mal den nächsten Zehner weg. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel 18 habe, dann ist es 2 mal 9. Und entspricht n ja den Unterschied von 20, also 2 mal 10, minus eben n plus 3. Oh. Aufgrund von dem Übergang. Okay. Ja. Vorhanden, dass es dann immer noch teilbar ist. Ja, okay. Sie haben jetzt sozusagen Sie denken Differenzen zum nächsten Zehner, das ist was zu tun hat mit der 9 und genau das ist derselbe Grund. Oder mit demselben Argument kann man hier argumentieren. Ja? Passen Sie mal auf. Also nehmen wir mal folgende Zahl hier. Nehmen wir mal die. 4981. Ist es durch 9 teilbar? Ja. Weil nämlich folgendes der Fall ist. 4 plus 9 plus 8 plus 1. Bilden wir mal die Quersummen hier. Nee, ist nicht durch 9 teilbar. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, ja. Dann machen wir mal, was durch 9 teilbar ist hier. Nehmen wir mal 9000. So, okay. Das ist durch 9 teilbar. Ne? 9081 kommt 27 raus und das ist durch 9 teilbar. So. Ja, 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 weil wir die Quersummeregel kennen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Mal ein anderes Beispiel nehmen. Okay, ja? So, ist durch 9 teilbar? Ja, weil wir die Quersummenregel kennen. Warum gilt die Quersummenregel, ne? Warum gilt die? Folgende Überlegung. 2781 ist dasselbe wie 2 mal 1000 plus 7 mal 100. Ich mache jetzt hier mal Konkurrenzzeichen rein, ist ja wurscht. Ne? 2781 Konkurrenz zu so 2 mal 1000 plus 7 mal 100 plus 8 mal 10 plus 1 mal 1. Jetzt kann ich das noch ein bisschen anders da schreiben hier. 2 mal 10 hoch 3. Plus 7 mal 10 Quadrat, plus 8 mal 10 hoch 1, plus 1. So. Jetzt, wer sieht, was man machen kann? Wir rechnen hier Kongruenz modulo 9. Ja, wir wollen wissen, was gibt das ganze modulo 9. Was können wir machen? Ja? Ja, wir können die Restklasse nehmen. Ja? Ja, warum, was machen wir mit der Restklasse von 10 hoch 3? Weil wir können ja die 2 auf den ersten Ausgang und wissen damit, dass es ein Pfeil ist von 2 mal 10 hoch 3. Nein, das verstehe ich jetzt nicht. Gut, ja? Die 1000 ist ja 200, 999 ist ja auf jeden Fall durch 3 teilbar. Dann wird die ja erst 1. Die 999 ist durch 9 teilbar, das heißt, hier würde Rest 1 bleiben. Genau, wie wäre es hier? Auch Rest 1. Und hier? Auch Rest 1. Oder anders argumentiert, die 10 ist doch kongruent zur 1 modulo 9. Ne? Das heißt, ich kann doch hier schreiben, das ist kongruent zu 2 mal 1 hoch 3.
Modulo 9. Plus 7 mal 1 Quadrat plus 8 mal 1 plus 1. Jede Stellewertigkeit hier, 1000, 100, 10, 10.000, 100.000, 1 Million, ist alles was 10 hoch n. Und 10 hoch irgendwas ist Modulo 9 immer 1 hoch irgendwas. Fällt weg. Das heißt, ich kann einfach die Ziffern aufaddieren. 2 plus 7 plus 8 plus 1. Ja? So, wenn man das Ganze noch formal macht, machen wir da rechts nochmal. Also, wenn man eine Dezimalzahl hat, Sie erinnern sich, das war die Schreibweise von damals, da haben wir hier AK, AK minus 1, das sind die ganzen Ziffern. So. Eine solche Zahl in Dezimalschreibweise war ja das gleiche wie die Summe von i gleich 0 bis k über ai mal 10 hoch i. Ja? Also a0 mal 10 hoch 0 plus a1 mal 10 hoch 1 plus a2 mal 10 hoch 3 und so weiter. Jetzt definieren wir mal die Quersumme von a. Die Quersumme von a ist einfach so ähnlich wie das da. Nur die Quersumme ist i gleich 0 bis k, nur die Summe über die ai. Das ist die Quersumme. Ne? Die Quersumme ist, ich rechne a0 plus a1 plus a2 und so weiter. Während wenn ich den Wert der Zahl rauskriegen will, rechne ich so. Da muss ich jedes ai noch mit dem Stellenwert multiplizieren. So. Wenn ich jetzt wissen will, was ist das hier Modulo 9? Ja. Nennen wir das hier mal a. Die Zahl heißt a. Und das ist die Quersumme von a. Genau. Jetzt, was ist a Modulo 9? A ist kongruent das da. I gleich 0 bis k, a i mal 10 hoch i, Modulo 9. Das ist dasselbe wie die Summe. I gleich 0 bis k, a i mal 1 hoch i, weil 10 kongruent 1 Modulo 9 ist. Und dann ist dasselbe wie 1 hoch i ist ja 1. Die Summe von i gleich 0 bis k über a i. Und das ist gerade die Quersumme von a. Was jetzt da steht, ist a in der Dezimalschreibweise, ne, immer gedacht, a ist kongruent zur Quersumme von a Modulo 9. So. Genauso geht es für die 3. Was ist das Argument bei der 3? Drei zum Quadrat ist 9, okay. Dasselbe wie bei der 9, okay. Ja. Genau. Das Entscheidende ist wieder hier, ne? Wenn ich jetzt von da nach da gehe, wenn ich Modulo 3 rechne, 10 hoch i, also 10 Modulo 3 ist ja auch 1. Ne? Weil 9 durch 3 teilbar ist, das war Argument. Also kommt da genauso 1 raus, wenn ich Modulo 3 rechne. 10 hoch i ist dasselbe wie 1 hoch i Modulo 3. So, ja? Da muss man aufpassen, bei minus 10. Das ist ja im Prinzip 4. Bezüglich Modulo 9? Ja. Minus 10, müssen wir mal gucken, minus 10 Modulo 9 ist dasselbe minus 10, jetzt können Sie 9 addieren, da kommt minus 1 raus, oder 8. Ja, das geht dann, das ist dann minus 1 Modulo 9, ne? Ja, ja? Wenn ich jetzt im anderen System rechnen würde, sagen wir mal, was ist 6, ja, dann wäre das, ich wäre es noch immer so die 5 teilbar, aber dann die 1. Sehr schön. Sehr schön, ja. Wenn Sie in einem anderen Stellenwertsystem rechnen, beispielsweise 6, dann haben Sie andere Quersummenregeln.
Ja, zum Beispiel, dann können Sie anhand der Quersumme überprüfen, ob das Ding durch 5 teilbar ist. Ja. Sehr schön. Genau. So, in den letzten 5 Minuten beschäftigen wir uns nochmal kurz mit der Quersummenregel zur 11. Dazu eine Vorüberlegung. Was ist dann 1? Okay, 1 ist kongruent 1 modulo 11, das ist klar, ne? So. Wie sieht es dann mit der 10 aus? Was ist die 10 modulo 11? Ja? Minus 1. Sie können, um von einer Zahl auf kongruente andere Zahlen zu kommen, einfach dann immer plus oder minus modulo rechnen, ne? 10 ist kongruent 10, 21, 32 und so weiter oder rückwärts. 10 minus 1 minus 12 und so. Ne? Immer plus 11 minus 11. Modulo 11. So. Die 100, wie sieht es da aus? Wieder 1, weil 99 durch 11 teilbar ist. Gell? Man kann aber Folgendes erstmal überlegen, die 100 ist ja die 10 Quadrat. Die 10 war kongruent zu minus 1, also ist die 10 Quadrat kongruent zu minus 1 zum Quadrat. Und das ist kongruent 1 modulo 11. Die 1000, wie sieht es da aus? Bitte? 10 hoch 3, aha, da erkennen wir schon das System hier, gell? 10 hoch 3 ist gleich selbe gleich minus 1 hoch 3. Kongruent zu minus 1 modulo 11. Die 10.000 ist wieder kongruent, das 10 hoch 4 ist minus 1 hoch 4 ist wieder 1 modulo 11. Das heißt, Sie haben hier die 1, minus 1, 1, minus 1, 1 und so weiter. Frage 4384, nehmen wir mal die hier. Ist das durch 11 teilbar oder was ist der Rest, wenn ich durch 11 teile? Kann ich jetzt wieder so hinschreiben, das ist 4 mal 10.000. Also 4 mal 10 hoch 4 plus 9 mal 10 hoch 3 plus 3 mal 8, 3 mal 10 Quadrat plus 8 mal 10 plus 4. So. Jetzt beginne ich mal von hinten. Das hier ist modulo 11 ist 4. Die 10 modulo 11 ist minus 1. Das heißt, hier steht minus 8. Die 10 Quadrat modulo 11, die 10 ist minus 1, die 10 Quadrat ist 1 modulo 11, also plus 3. 10 hoch 3 ist minus 1 modulo 11. Also minus 9 plus 4. Ja? Sie haben hier die alternierende Quersumme. Sie addieren die Ziffern auf, aber immer mit plus, minus im Wechsel. Was kommt da raus? Gucken wir mal. 4 minus 5 minus 2 minus 10 minus 6. Oh, schade. Minus 6 ist kongruent 5 modulo 11. Ne? Habe ich richtig gerechnet? Glaubt, ne? Also wenn ich durch 11 teile, kommt 5 raus, ist nicht durch 11 teilbar. Okay. So, ich habe es tatsächlich 90 Minuten durchgestanden, oder? Ich glaube, ich habe noch nie so viel am Stück hessisch geschwätzt hier.